Muhammad Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ja, ich will es einfach offen sagen, es fällt mir natürlich schwer, nach dieser sehr traurigen Nachricht jetzt einfach mit der Rede weiterzumachen. Ich will nur sagen, dass ich mein Beileid zu diesem schweren Verlust wirklich. Gut. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wer diese Tage Post von seinem Energieversorger bekommt, der muss oft starke Nerven haben. Ein Kraftfahrer aus Niedersachsen berichtet in einer Zeitung, dass sein Abschlag von 480 auf 1.050 Euro im Monat gestiegen ist. Eine Rentnerin aus Leipzig soll statt bisher 230 Euro jetzt 1.430 Euro monatlich zahlen. Der Preis für Gas bei Neuverträgen ist heute siebenmal so hoch wie im Vorjahr, aber auch Bestandskunden erleben satte Preissteigerungen. Fakt ist, Millionen Menschen in unserem Land, die können ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen. Darum ist es dringend notwendig, jetzt entschlossen zu handeln. Die Bundesregierung, die kündigt eine Strompreisbremse an. Wann kommt sie? Wie wird sie konkret aussehen? Man weiß es nicht. Klar ist aber jetzt schon, selbst wenn sie irgendwann kommt, wird sie die Probleme nicht lösen, sondern bestenfalls leicht abmildern. Wir brauchen sofort einen wirksamen Preisdeckel für Strom und für Gas für die gesamten Heizkosten. Und dieser Preisdeckel, der muss sowohl die Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die kleinen und mittleren Unternehmen schützen. Es ist dringend notwendig, in diesen wahnsinnig gewordenen Energiemarkt entschlossen einzugreifen. Klein-klein reicht einfach nicht. Und selbstverständlich muss ein Preisdeckel damit einhergehen, dass auch ein Schutzschirm gespannt wird über die Stadtwerke und die anderen Energieversorger, die aufgrund der gestiegenen Preise in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Bereits heute warnen Stadtwerke eindringlich davor, dass Insolvenzen drohen. Auch hier braucht es also entschlossenes Handeln. Und was auch sofort geschehen muss, wirklich sofort, es muss gesetzlich verboten werden, dass Menschen, die ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können, dass denen der Strom oder das Gas in ihrer Wohnung abgeschaltet werden darf. Denn die Konsequenzen davon, die sind verheerend. Man kann nicht mehr lesen, duschen, Wäsche waschen, kochen, telefonieren, kein Radio mehr, kein Fernseher, kein Computer. Die Wohnung ist kalt und dunkel. Die Lebensmittel im Kühl- und Gefrierschrank, die verschimmeln. Es hat schon Fälle gegeben, in denen Betroffene an CO2-Vergiftungen gestorben sind, weil sie versucht haben, sich in ihrer kalten Wohnung auf einem Holzkohlegrill etwas Warmes zu essen zu machen. Das zeigt ganz klar, Strom- und Gassperren sind menschenverachtend. Es muss beendet werden, diese Praxis. In den letzten Jahren waren das 300.000 bis 400.000 Haushalte pro Jahr, die davon betroffen waren. In diesem Winter werden es viel mehr werden, wenn sie nicht handeln. Die Aktionäre von E.ON, die durften sich im Mai über 1,2 Milliarden Euro Dividenden freuen. Und da soll es ihnen nicht zumutbar sein, Menschen in finanzieller Not weiter mit Strom und Gas zu versorgen. Das ist doch lächerlich. Sie haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Vergangenheit unsere Anträge dazu in diesem Hause immer abgelehnt. Es ist Zeit, jetzt zur Vernunft zu kommen. Folgen Sie nur Anträgen. Alles andere ist unverantwortlich. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Takis Mehmet Ali.